Hallo zusammen, hier ist wieder Euer und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in dem neuen Gebiet in Patch 10.1. Und zwar sind wir in der Zaralak-Höhle. Und dort wollen wir uns einen Erfolg holen, den wir einmal finden unter Erweiterungsfeatures und dann Drachen reiten. Und wenn wir hier ganz runter scrollen, haben wir hier den Glyphenjäger der Zaralak-Höhle und dafür müssen wir insgesamt 8 Drachenglyphen besorgen. Mit diesen Drachenglyphen können wir dann ein bisschen wieder weiter skillen. Und zwar ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir dementsprechend hier bei dem Skillbaum nochmal 2 neue Skillmöglichkeiten haben, kosten beide A4 Punkte. Und was macht es? Wir kriegen dementsprechend mehr von unserer Regeneration, während wir nah am Boden entlang fliegen. Und da ist es quasi alle 30 Sekunden ein Elan. Und dort, wenn wir das zweite skillen, kriegen wir alle 20 Sekunden ein Elan. Wo sind die Glyphen? Ich zeige es euch jetzt einmal auf der Map und die werden wir jetzt gleich abfliegen. Wir haben hier oben eine bei 47,4. Dann haben wir hier eine bei 55,27. Eine haben wir hier bei 47,37, so. Dann haben wir eine hier im Lager bei 54,54, eine bei 71,48, hier unten eine bei 62,69, dann haben wir hier eine bei 41,80 und die letzte haben wir hier bei 30,45. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einmal ab. Ich lasse diese kleine Map hier offen, dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Das machen wir jetzt in einem Aufrutsch. Hätte ich gesagt. Und wir starten hier ganz oben, sind wir über dem Raid. Da können wir nämlich runterfliegen, gleich zur ersten und haben da vollen Elan. Gut, dann legen wir los. Die erste, wie gesagt, hier einmal über dem Raid. Und da ploppt es auch schon auf. Und jetzt können wir einmal komplett runter, hier an dem Rand lang. Rüberfliegen. Die müsste dann relativ nah quasi an den Gewölbe sein. Ah, da seht ihr sie. Den Stalaktiten sind es, glaube ich. Genau, da sind wir. Haben wir Nummer 2. Dann nehmen wir die da drüben mit. Da können wir dann ein bisschen runter, oder? Ist die oben? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, nein, die ist oben. Also wir müssen ganz an der Decke entlang. Also einmal. So, haben wir Nummer 3. Dann fliegen wir jetzt ins Lager runter. Dort ist es jetzt so, dass wir ja hier ein bisschen eine tiefere Höhle haben. Heißt, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht hängen bleiben. Da können wir sie dann hier direkt an der Decke holen. Oh, fast hängen geblieben. Das ist Nummer 4. Dann müssen wir jetzt dort rüberfliegen, wo der Eingang ist. Und dort haben wir hier hinten 7248 noch eine. Schicken nach oben. Mal gucken, ob ich es ohne Landen in einem Aufwasch hinkriege, aber es müsste eigentlich gehen. So, dann seht ihr, hier oben haben wir noch eine. Mal mit. Gut, dann wieder einmal kehrt. Dann können wir jetzt hier runterfliegen. 6270 ist das. So, und die war, glaube ich, auch irgendwo da hinten. Ah, wir sehen sie schon. Ja, blitzt es ein bisschen raus. Also, die sind jetzt alle nicht sonderlich krass versteckt. Da haben wir sie. Dann sind wir jetzt unten beim Schneckenrennen, müssen wir dann rüber. Da habe ich jetzt auch vorhin gerade eine Quest erledigt. Hinten auf 41,80. Oben drüber und ja, die letzte und damit die 8. die ist quasi hier in dem Lager von diesen Darajir oder wie die heißen und da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn ähnlich wie der bei der Drachenfluchfestung heißt die, glaube ich, gibt es dann einen Debuff, ne, der sich hochstackt und wenn er auf 10 ist, werdet ihr abgeschossen. Heißt, da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir schnell durchspeeden, bevor wir quasi vom Himmel geholt werden. Heißt, da gehen wir jetzt einmal ein bisschen nach oben. Dann seht ihr schon, das Stack hier hoch. Wenn ihr landet, dann hört der Stack auf. Ne? Wir versuchen jetzt mal, das noch mitzunehmen. Zack, da haben wir sie. Stack können wir jetzt wieder abbauen, während wir am Boden sind. Und ja, das waren alle 8 Glyphen. War eine schnelle Sache. Bringt dann auch wieder ein paar Achievement-Punkte. Und jetzt können wir quasi auch hergehen und dementsprechend hier die 2 Sachen skillen. Und damit müssten wir, wenn wir in der Nähe vom Boden sind, nochmal zusätzlich eine Elan-Regeneration haben. Ne? Musst du jetzt mal die Tage noch ein bisschen ausprobieren, ob das wirklich so viel bringt. Aber
Ein paar extra Elan-Punkte sind, denke ich mal, nie verkehrt. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.